Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über Geduld reden. Ja? Geduld oder geduldig sein oder auch Ausdauer, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen. Das heißt alles ungefähr dasselbe. Wobei Geduld eher passiv ist. Ja? Was ist Geduld? Wenn ich zum Beispiel auf etwas warte. Ja? Ich stehe zum Beispiel an der Bushaltestelle und warte auf den Bus. Ja? Dann brauche ich Geduld. Ich stehe da und ich warte und dann muss ich mich gedulden und auf den Bus warten. Ganz anders ist es mit Ausdauer. Ja, ich brauche Ausdauer, um über lange Zeit ein Ziel zu erreichen. Wenn ich zum Beispiel jogge, ja, ich jogge, ja, ich renne, ja, dann brauche ich Ausdauer, ja, weil ich eine lange Strecke zurücklegen will. Ich möchte über lange Zeit rennen, über lange Zeit joggen und dann brauche ich Ausdauer. Ja, das ist ein bisschen anders als Geduld, weil Geduld, da mache ich einfach nichts, da warte ich, aber ich brauche Ausdauer, um wirklich aktiv ein Ziel zu erreichen und es braucht aber lange, bis ich dieses Ziel erreiche. Ja? Und Synonyme für Ausdauer sind auch solche Worte wie Durchhaltevermögen, ja, und Beharrlichkeit, ja. Durchhaltevermögen, ich muss durchhalten, ja, ich muss weitermachen und machen und machen und ich muss durchhalten, um nicht aufzugeben, ja. Das heißt es, dass, wenn ich sage, ich halte durch, dann heißt das, ich gebe nicht auf, ja. Ich halte durch, also habe ich gutes Durchhaltevermögen. Ja? Und das dritte oder das vierte Wort ist Beharrlichkeit. Ja? Ich verfolge ein Ziel und ich bin beharrlich. Ja? Ich lasse mich nicht davon abbringen. Ja? Ich beharre auf etwas. Ja? Wenn ich zum Beispiel mit jemandem rede und wir reden über ein Thema und dann möchte die Person über etwas anderes sprechen, aber ich will trotzdem noch immer über das erste Thema reden, dann beharre ich auf das Thema. Ja? Ich sage, Hans, hast du mein Geld, das ich dir geliehen habe? Und er sagt, nein, ich habe das Geld nicht und es ist aber schönes Wetter heute und was hast du heute so gemacht? Und ich sage, hey, lass mal wieder zurück zum Geld gehen. Hast du mein Geld? Wann bekomme ich mein Geld? Ja? Dann beharre ich auf das Thema. Ja? Er möchte über ein anderes Thema reden, verständlicherweise, denn er möchte mir mein Geld nicht zurückgeben. Aber ich beharre auf das Thema. Ja? Das ist Beharrlichkeit. Ja? Und jeder Worte Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen und das dritte war Ausdauer. Ausdauer, Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen sind sinnverwandte Worte. Der Sinn ist ungefähr gleich. Auf Englisch würde man sagen Perseverance, ja? Wirklich so das Durchhaltevermögen. Ja? Und ich denke, also auch ein Grund, warum ich darüber spreche, ist einmal, um euch die ganzen Worte beizubringen, denn es sind wichtige Worte, denen ihr oft begegnen werdet. Gerade Geduld, ja? Geduldig sein, aber auch, weil es wirklich wichtige Worte im Leben sind. Ja? Nicht nur, weil ihr ihnen oft begegnet, wenn ihr deutsche Texte lest, sondern auch, weil es wichtige Wörter im Leben ist. Und ich denke, im Leben braucht man oft Durchhaltevermögen und manchmal auch Geduld, um wirklich die Dinge zu erreichen, die man erreichen möchte. Oder auch, um
das Leben gelassen zu sehen. Ja? Wenn ich nicht geduldig bin, dann bin ich ungeduldig. Ja? Und dann bin ich so, oh Mann, wann ist das nun endlich? Hm. Und ich denke, viele Dinge brauchen ihre Zeit. Ja? Die Dinge brauchen ihre Zeit. Ja? Viele Dinge dauert es manchmal ganz lange, bis sie da sind oder bis man sie fertig gemacht hat. Ja? Also zwei Beispiele aus meinem Leben. Ich habe Bücher bestellt und die Bücher sind noch nicht da. Nach einer Woche oder so oder fast einer Woche sind die Bücher noch nicht da. Und ich kann nichts machen außer warten. Ich brauche Geduld. Ich möchte gerne die Bücher schon heute lesen. Aber ich kann es nicht, weil die noch nicht da sind. Ich hätte natürlich auch mehr bezahlen können und dann wären die jetzt schon da, aber das wollte ich nicht. Ne? Aber ich muss geduldig sein, um warten zu können, bis die Bücher da sind. Ein anderes Beispiel ist, dass ich Durchhaltevermögen oder Ausdauer brauche in manchen Aufgaben, die ich so mache im Leben. Ja? Also schon seit mehreren Tagen arbeite ich an Zusammenfassungen von Büchern, ja, und das braucht sehr viel Zeit und ich brauche wirklich sehr viel Ausdauer und Beharrlichkeit, um diese Zusammenfassung zu schreiben. Und wenn ich sie nicht machen würde, dann würde ich einmal den Inhalt der Bücher schneller vergessen. Das möchte ich nicht, deswegen bin ich beharrlich. Ich möchte wirklich diese Zusammenfassung schreiben und auch um euch später diese Zusammenfassungen geben können, ja, um ein gutes Video über das Buch zu machen, über all die Bücher, die ich gelesen habe, um gute Videos über diese Bücher zu machen, brauche ich Beharrlichkeit, um mir den Inhalt aufzuschreiben und auch um euch dann auf der Webseite eine gute Zusammenfassung auch in schriftlicher Form zu geben. Ja? Denn eines meiner Ziele ist es, ja, und dafür, für dieses Ziel brauche ich Beharrlichkeit, ist ein Kurs für euch zu kreieren, in dem ich euch Bücher vorstelle. Ja? Ich werde euch ganz viele Bücher vorstellen und euch hoffentlich sehr damit inspirieren. Und dafür brauche ich eben Beharrlichkeit. Ja? Das war die Nachricht für heute. Ich hoffe, es hat euch geholfen und bis morgen. Tschüss.